ich bin vom Raspberry-Beistand, Raspberry Pi Projekte. Wir haben ein paar Projekte jetzt, die wir ausstellen. Eins davon ist Robotersteuerung. Dazu gibt es ein Fritzing-Bild, das schaut hier so aus. Ja, das ist so ein Roboter-Kit, kriegt man zum Kaufen verschiedene solche Kits. Es geht vor allem darum, dass man dann die DC-Motoren, also den einfachen Gleichstrommotoren, ansteuern kann. Dazu brauchen wir einen PC, das ist ein Xbox 3D und der wird auch über die GPIOs angesteuert. Das heißt, der hat jetzt einfach ein- und ausschalten für die verschiedenen Motoren, links, rechts laufen für die Motoren. Kann ich da über verschiedene digitale Ein- und Ausgänge ansteuern. Die Motoren selbst werden extra versorgt über ein Batteriesystem und sind dann unabhängig von der Raspberry Pi Versorgung, was in dem Fall besser ist. Zusätzlich haben wir da noch angesteuert solche Brücken, solche optische Brücken, damit kann ich die Drehzahl, das an die Motor brauchen, kann ich die Drehzahl messen von dem Motor und könnte ich da noch eine Kompensation machen, wenn er nicht ganz gerade läuft zum Beispiel. Vorne drauf ist noch ein Schallsensor und damit kann ich die Distanz messen. Funktioniert aber nicht hundertprozentig super, ja, für kleine Spielereien reicht es. Oben sieht man da jetzt die verschiedenen Komponenten, die man da verwendet, im Endeffekt Bausatz und den IC und der wird direkt an die Raspberry Pi oder Adapterschaltung. Das ist das eine Projekt, was wir zeigen. Das andere Projekt, was wir da haben, ist ein Game Boy Advance Dumper. Das heißt, Game Boy Advance sind so Spielmodule, die man im Game Boy Advance einstecken kann. Drinnen ist einfach ein Speicherbaustein und den kann man über den Original Interface, also man kann sich diesen Adapter hier bestellen, das ist ein Softteil für den Game Boy DS. Und den haben wir einfach direkt angedeutet und der ist eine Porterweiterung CC auf i2c-Bus und da legen wir Adressen an und kriegen die Daten zurück. Ist ein bisschen interessanteres System, als die alten Module, die dann Adressen und Datenleitungen haben. Hier ist ein multiplexes Signal, wo Boards teilweise für Adressen verwendet werden und dann auch die Daten. Das heißt, das ist softwaretechnisch ein bisschen anspruchsvoller. Ist im Grunde aber nicht wirklich was Großartiges dahinter. Im Internet ist bis jetzt nur ein so ein Projekt, habe ich nur gefunden, mit der es mit dem Arduino gemacht hat. Der hat meiner Meinung nach ein paar Fehler noch drinnen gehabt, hat auch funktioniert. Die habe ich dann in meinem Programm ausgebessert. Und da habe ich schon einige gedankt. Problem bei diesem System ist vor allem Geschwindigkeit. Ich habe hier die C-Bus mit 400 kHz, also ich muss über 400 kHz die ganzen Daten transferieren, was relativ langsam ist. Das heißt, ich schaffe mit Hydrix allein Maximumgeschwindigkeit 1 MB pro Minute. Das heißt, es gibt bis zu 32 MB Module für den Game Boy Advance. Es kann sein, also, dass ich da eine halbe Stunde brauche, dass ich das ganze Modul ausliest. Das heißt, ein Mikro-3C-Bus geht einfach nicht mehr, man müsste auf den SPI-Bus gehen, ich habe bis jetzt noch keine Zeit gehabt, das zu realisieren. Also hier wird es wahrscheinlich schneller gehen. Entschuldigung, das macht man dann von dem genau, also da ist das Spiel hinterlegt auf diesem Modul, das ist ein kleiner Chip, der eben bis zu 32 GB kann und der dumpt das ganze Inhalt runter, ich kann es dann in einen Emulator reingeben. So wie drüben haben wir am Projektstand auch dieses Retro-Pi, da kann ich die Originalspiele mit dem auslesen. Es gibt auch, es ist schon fertig zum Kaufen, eben für Mega Drive und für Super Nintendo und ich habe es jetzt eben für Game Boy Advance. Der große Vorteil, also das Projekt sollte noch weitergehen, also zurzeit kann ich nur das Spiel dumpen. Es sollte so sein, dass man den Spielspeicherstand dumpen kann, so könnte man aus einem Modul den Speicherstand vom Spiel auslesen und in den Emulator übertragen. Das sollte machbar sein, es ist nicht ganz einfach, weil es gibt verschiedene Speichersysteme in den Modulen, es gibt SRAM, es gibt also batteriegepufferten RAM, es gibt EEPROMs, die seriell geprogrammiert werden drinnen, die sind am schwierigsten zum Ansprechen und es gibt Flash-ROMs. Die auch wieder anders zum Ansprechen sind. Nicht im Lesemodus soll es gut gehen, aber Schreibmodus. Also theoretisch könnte man auch einen Speicherstand jetzt auch wieder in das Modul reinschieben, wenn man das Protokoll von dem Chip kann. Also das kommt drauf an, wenn es ein SRAM ist, geht es ganz einfach, wenn es ein EEPROM ist, ein serielles, dann ist es schwierig. Ja, das war nochmal dieser Bilding. Und das dritte große Projekt, was wir haben, ist ein Vektordisplay. Das ist ein Vektordisplay.
lange habe ich? Ich habe auf dem Barcamp auch schon einen Vortrag gehalten, deswegen gibt es da jetzt auch Folien davon. Also es hat einen Vortrag gegeben von Samuel Hudson über Vector Gaming mit der Resto dabei. Das habe ich sehr interessant gefunden, aber da hat es ja nicht auf einer Homepage gesehen, das ist mstro.net auf die Homepage. Da gibt es einen Link, da kann man sich den Vortrag anschauen, das ist relativ interessant, geht aber technisch nicht ins Detail. Es werden wohl ein paar so technische Probleme immer wieder angesprochen, aber was genau das Problem war und so, und das war mir dann so ungenau. Und ich habe mir gedacht, das muss ich mir mal anschauen, wie das Ganze funktioniert und wie das tut, und habe das dann selbst mit der Raspberry Pi gemacht. Also in dem Projekt, was sie gemacht haben, ist es nicht wirklich viel mit der Raspberry Pi. Das heißt, die haben einen Mikroprozessor genommen und steuern wie das Vektordisplay mit dem Mikroprozessor an und befüttern die Vektoren, die sie darstellen müssen, über die Raspberry Pi. Das heißt, die Raspberry Pi ist eigentlich nur für die Emulation für alte Vektorspiele gedacht. Und ich bin dann hergegangen, also so schaut das System aus, was die aufgebaut haben, das ist eben so ein Mikroprozessorsystem, mit dem sie eben dieses Vektordisplay, zum Beispiel eben als Vektordisplay, also früher dezidierte Vektordisplays gegeben, oder man trifft es eher in Form von Oszilloskopen, das ist das, im Grunde das gleiche System, das ist ein XY-System, also man gibt ein XY-Signal vor, das genau dann diese Darstellung am Display ergibt. Die da oben. Zum Beispiel haben sie eine Uhr gemacht. Wie gesagt, die haben diesen Mikroprozessor verwendet, AC31, das ist ein ARM4, glaube ich, oder sowas mit 70 MHz. Und ich habe mir gedacht, ach, lass mal weg, gleich direkt auf die Raspberry Pi und fahren direkt auf der Raspberry Pi raus. Also da sieht man nochmal, so schaut zum Beispiel so ein altes Vektorspiel auf so einem ganz alten Vektormonitor aus, also schönere Vektormonitor gehen. Das Coole daran war, also Sie haben es einen Vortrag, das ist ein 4K-Display, das klingt super, das ist ein praktisch 12-Bit. 12-Bit sind 4000 mal 4000, schaffe ich jetzt auf dem Oszilloskop, klingt ganz gut. Habe ich aber ein bisschen ein Problem damit, weil ich muss sagen, das sind einerseits 16,7 Millionen Bildpunkte, was ein ganzer Riesenhaufen ist. Und das Problem beim Vektordisplay ist, es verschwindet sofort wieder. Es ist nicht ein Display, wie man das kennt, das LCD-Display, da zeichne ich einen Strich drauf und der bleibt. Weil der ist ein Memory von dem Grafikbuffer drin. In dem Fall beim Vektordisplay gibt es das nicht, ich muss es zyklisch immer draufschreiben. Und das muss ich mit einer hohen Frequenz machen, also ungefähr 50 Hertz, sonst würde es zum Flackern kommen. Das sind also die technischen Herausforderungen im Video. Das heißt, ich habe relativ hohe Anforderungen an Geschwindigkeit. Und das ist dann das Kernproblem, wenn ich jetzt nicht mit Mikroprozessor und nur mit der Raspberry Pi habe, bin ich geschwindigkeitsmäßig sehr limitiert. Also ich schaffe ungefähr 16,7 Millionen die Bildpunkte gibt es und ich schaffe ungefähr 200, die also relativ flackerfrei aufzeichnen könnte. Von der Hardware ganz einfach, es gibt diesen MCB4922, ist ein digitaler Analog-Konverter mit 12-Bit, der hat zwei Kanäle und wird über SDI-Bus angesprochen und kann mit einem XY-Signal generieren. Dazu habe ich noch einen MCB3008 dazu gekauft, das ist ein Analog-Digital-Konverter, da tut man auf die Voltage-Stellungen, wo man mal ein 10-Bit-Signal übergeben. Und das nehme ich dann für die Battles, also für die. Also ich habe dann Bong programmiert und damit kann ich hin und her bewegen. Das ist jetzt der einfache Aufbau, der ist jetzt noch mit einer Orange-Frei, die kann ich nicht so empfehlen, damit habe ich auch ein bisschen experimentiert. So könnte das ausschauen, das sieht man jetzt so gut. Das ist jetzt nur so ein Testprogramm, so in Richtung Space Invaders, das ist ein Bogen, so wie Kaiser. Also ich habe statt Vektoren immer Kreise benutzt, das ist im Grunde relativ egal. Die Kreise bestehen aus 2200 Panzerpunkte. Und das ist aber nur eine Geschwindigkeitsdemo, um festzustellen, wie schnell bin ich oder wie viel Frames schaffe ich. Raspberry Pi schafft mit dem Setting dann 20 Frames, was ein bisschen zu wenig ist, wenn ich die Flacker getauscht. Das große Problem mit Speed. Raspberry Pi schafft ungefähr 70 Mikrosekunden für einen Mittelpunkt. Also innerhalb eines Mittelpunkts schon 70 Mikrosekunden, das sind zwei SPI-Schreiboperationen dahinter. Das heißt, ich habe in C eine Schleife, die nur im Kreis vor und nur SPI-Bus-Befehle ausgemacht. Da wird im Grunde so sich gemacht. Schon auf der rechten Seite, aber es ist der Anzahl, auf der 2000 Jahre. 70 Mikrosekunden und komischerweise die Orange bei eigentlich eine steuerliche Hardware ist nochmal mein
selbst, kann man sich drüben anschauen, schaut dann ungefähr so aus. Man sieht schon, man im Bildschirm, es ist nicht so viel. Der Kreis sind, glaube ich, 100 Bildpunkte, das sind jeweils 75 Bildpunkte und ja, gibt dann ungefähr 300. Ja, das schaffe ich mit einer höheren Framerate, weil es nicht ganz viele Bildpunkte sind. Ja, da ist dann nochmal ein Zoom. Man muss sich dann super zoomen, ich gehe auf den Roller auf, da sieht man, dass der Ding so schräg, den habe ich so schräg hingekauft, damit es dicker wird und der Kreis steht das Ganze mit Bildpunkten. Ja, das kann man sich dann. Das schaut dann ungefähr so aus. Da oben sieht man es. Haben wir gefilmt. Ja. Gibt es da Fragen? Ja, aber irgendeiner muss das generieren, die Bildpunkte dazwischen. Das ist das, was die in den Mikroprozessor gemacht haben. Und das ist das, was ich praktisch ausgelagert habe, direkt in die Raspberry Pi. Oder das ist direkt in der Raspberry Pi liegt. Das heißt, normalerweise schon, es ist jetzt nicht hundertprozentig authentisch, was ich programmiert habe, weil es eben nicht nach dem Prinzip arbeitet. Aber trotzdem brauche ich diesen Generator, der mir die Zwischenpunkte generiert. Ja, das machen sie mit dem Mikroprozessor eigentlich. Der macht das. Doch, müssen sie auch gemacht haben. Das war aber im Vector-Displayer-Hardware. Weiß ich auch nicht, wie sie das wirklich, also bin in dem Thema noch involviert sozusagen, wie sie das dann macht. Ja, aber die wird trotzdem in Einzelpunkte zerlegt worden sein, vermute ich mal. Oder man muss es gibt schon die Möglichkeit, dass ich es dass analog generiere. Also da würde ich aber dann ein Analogglied brauchen. Also mit Operationsverstärker und hinten ein Integrator würde das funktionieren. In der Konstellation ist mir allerdings nicht ganz klar, wie ich dann die Austastung machen kann. Dann muss ich austasten, wenn ich woanders hin will. Und dann Integrator, dann würde ich einmal immer zu jedem Punkt hin integrieren. Es gibt ja Punkte, die ich nicht haben will. Dann müsste ich da wieder eine Z-Achse und da brauche ich noch eine dritte Z-Achse zum Ausblenden. Vielleicht, wenn man weitere Fragen da am Projektstand